steckt im Detail. Darf ich mal fragen, wie soll die Sache ablaufen mit den Millionen, die ihre Herkunft verschleiern? Und was machen wir mit den Ankerkindern? Gute Frage. Wir können hier gerne ins Detail gehen. Ich verzeiht mir, dass ich jetzt nicht ins Detail gegangen bin im Vortrag. Ich habe mir auch gedacht, das könnt ihr auch im Buch nachlesen. Und das wäre dann auch ein bisschen ermüdend, wenn ich Maßnahme um Maßnahme wälze. Aus meiner Sicht ist sehr viel der Problematik mit dem Konzept der Musterstadt zu lösen. Es gibt Unabschiebbare, es gibt Leute, die wegen Folterverboten etc. nicht abgeschoben werden können, oder Leute, die staatenlos sind oder gar nicht mehr ermittelbar sind, wo ihre Herkunft ist. Mit der Musterstadt vollkommen irrelevant. Jeder, der nicht legal hier leben darf, jeder, der auf sein Asylverfahren wartet, wird sofort in eine dieser Remigrationszonen gebracht, die in Nordafrika aufgebaut werden, die jeweils Heimat bieten für 2,5 bis 3 Millionen Leute, Sportplätze haben, wie kleine eigene Städte entwickelt sind. Es gibt sogar viele in der Asylindustrie, die das auch fordern, weil diese ewigen Provisorien, diese Zeltstädte lebensunwürdig sind. Dort wird sofort geglotzt, nicht gekleckert. Man baut Städte und macht aus Wüsten blühende Landschaften, kann sich abschauen bei den Israelis, wie die das gemacht haben. Und jeder Euro, den wir da hineinstecken, jeder Euro, der wird zehnfach sich auszahlen in Zukunft und würde in Deutschland das X-fache kosten. Anstatt hier Zeltstädte, Asylcontainer zu bauen, Millionen, Milliarden in eine zum Scheitern verurteilte Integration zu verpulvern, bauen wir genau das. Und das löst mit einem Schlag, einen guten Teil, fast alle Probleme. Was Ankerkinder betrifft, muss man gesondert darauf eingehen. Aus meiner Sicht muss man eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts machen, möglichst rasch, möglichst scharf und klar. Zugleich ist aber auch einfach zu konzidieren, natürlich wird egal ein Mineralwasser bitte. Vielen Dank. Danke. Und prickelnd bitte, prickelnd. Wir werden eine Altlast an Befremdung, an Islamisierung übernehmen müssen. Und keiner braucht glauben, dass eine Politik der Remigration von heute auf morgen das ganze Land wieder machen wird wie in den 80er, 70er Jahren. Das wird noch sehr lange dauern, aber es geht darum, die Weichen umzustellen, abzubauen und einen anderen Kurs einzuschlagen. Und das ist ganz entscheidend. Man sollte sich selber hier nicht die Hoffnung rauben, indem man so tut, das müsste Remigration von heute auf morgen in einem Hauruck-Akt geschehen. Das ist nicht der Fall. Es ist ein langfristiger, allmählicher Prozess, insbesondere in der die dritte Phase, Leitkultur, nicht assimilierte Parallelgesellschaften, aus meiner Sicht 20 bis 30 Jahre dauern könnte. Aus dem Grund ist es auch so wichtig, dass wir metapolitische Macht aufbauen. Denn wenn wir ein Medium haben, wenn wir Kompakt auf 1 haben, Junge Freiheit, Sezession, MS Live, wenn wir hier starke, viele Medien haben, die diese Ideen verbreiten, dann sind wir von Wahlperioden, Skandalen, politischen Konjunkturphasen unabhängig und können metapolitisch diese Ideen zum Leitmotiv der Politik machen. Aber vielen Dank für die gute Frage.